Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich freue mich sehr, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Ich habe mir gedacht, ich mache heute nochmal so ein Haus-Update. Da es aber nicht ganz so viel zu erzählen gibt, habe ich gedacht, mache ich ein Haus- und Garten-Update. Es ist nämlich tatsächlich so, wir waren nämlich heute Morgen schon, also ich war heute Morgen schon beim Friseur. Ja, mega geil nach 4 Monaten, absoluter Luxus. Und danach waren wir in der Baumschule, also im Gartencenter. Und haben ein paar Pflanzen für den Garten eingekauft. Simi hat im Garten auch ganz schön was geleistet und dann dachte ich, zeige ich das gleich mit in dem Video. Und wie gesagt, so ein bisschen Hausupdate, wobei es halt nicht so viel zu erzählen gibt. Ich zeige euch einfach so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich bin mir sicher, das interessiert trotzdem den einen oder anderen sehr. Und deswegen dachte ich, genau, gibt es heute ein Haus- und Garten-Update. Und ich versuche jetzt gar nicht so lange drum herum zu reden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, das erste, was ich euch zeigen kann, ist tatsächlich unser neuer Kühlschrank. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil da super viele Bilder dranhängen von den Kids und so. Ja, wir hatten ja vorher so einen grauen, so einen eintürigen und ich habe immer schon von so einem geträumt. Und es war tatsächlich so, wenn ich jetzt hier unten zeige, sieht man das, glaube ich, so auf den ersten Step gar nicht, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass das irgendwie unten nass war. Und dann haben wir festgestellt, dass der alte Kühlschrank kaputt war. Und ja, dann hat Simi auch die Laminatbretter rausgenommen und darunter war wirklich alles nass. Also wir sind froh, dass es uns aufgefallen ist, aber tatsächlich hat Simi hier so ein Riesenstück rausnehmen müssen. Zum einen hatten wir das Problem, dass wir kein Laminat mehr übrig hatten. Wir hatten zwar damals bei Kauf ein paar extra gekauft, aber irgendwie sind die für irgendwas anderes draufgegangen oder wir haben uns verschnitten oder so. Das heißt, wir hatten tatsächlich keinen Boden mehr davon. Wir haben den erst nicht gefunden. Das war eine super schlimme Sache, den im Internet zu suchen, bis wir mal die gleiche Farbe gefunden haben. Und genau, dann hat Simi das tatsächlich geschafft, dass er nur 4 Bretter ausgetauscht hat, weil normalerweise dachten wir, wir müssen jetzt echt anfangen, den ganzen Boden, weil das ja so Klicklaminat ist. Hat aber gut geklappt. Also ich finde, man sieht es so nicht. Und ja, dann in dem Zuge haben wir uns natürlich auch einen neuen Kühlschrank angeschafft und zwar einen von Gorenje, einen doppeltürigen in Schwarz mit Eiswürfelspender. Wir haben keinen Wasseranschluss dahinter. Das heißt, wir mussten auch schauen, dass wir einen mit Wassertank haben. Sind wir aber super, super froh mit. Also hätte nicht besser laufen können. Und den haben wir uns dann zu Weihnachten gegönnt. Genau. Bisschen chaotisch, es gibt jetzt gleich Essen. Hier die Bilderwand muss ich noch ein bisschen anpassen, weil der Tisch natürlich jetzt anders steht wie vorher. Ich glaube, das habe ich aber schon gezeigt. Und ja, das muss alles so ein bisschen versetzt werden. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Wir hätten jetzt eigentlich im Februar schon angefangen, hier hinter der Couch diese Wand wegzureißen. Und hätten quasi, wo jetzt das Wohnzimmer ist, das Esszimmer rein verlegt und vorne in den Raum unser Wohnzimmer reingemacht. Ich zeige euch den Raum vorne nochmal gerade. So sieht das hier jetzt im Moment aus. Nicht sehr schön, aber das ist Simis Homeoffice-Platz. Plus so ein paar Pflanzen, plus Katzenzimmer. Und genau, hier wäre dann das Wohnzimmer reingekommen. Und quasi hier die Wand, das ist jetzt die hinter der Couch, wäre weggekommen. Also hier quasi so Couch, hier so Fernseh. Und hier dann quasi dann das Esszimmer rein. Ja. Ja, hier im Wohnzimmer hat sich soweit eigentlich nichts verändert. Ich habe schon ein bisschen Osterdeko da stehen, genau. Ja, ich glaube, soweit kennt ihr das auch. Das Regal, da hatte ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Das hat sie mir ja da in diese alte Türnische eingebaut. Das sind ja die Reststücke aus unserem Wintergartenholz und haben hier eine super Verwendung gefunden. Genau, unser Hochzeitsfoto. Tatsächlich wünsche ich mir super, super gern eine neue Couch. Aber ich sag immer selber, Lisi, es bringt nichts. Es bringt nichts. Maya ist erst, also wird jetzt 14 Monate alt. Sie ist einfach zu klein. Da wird noch so viel drauf rumgeschmiert, gemacht, getan. Und ja, wir wollen ja eh den Durchbruch machen. Solange das noch nicht getan ist, bringt das alles gar nichts, eine neue Couch zu kaufen. Also solange muss ich noch aushalten. Weiterhin ist hier ein neues Bild eingezogen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Hier hing früher mal mein Paris-Bild von Ikea, was bestimmt schon 10 Jahre alt ist. Das haben wir jetzt ins Schlafzimmer getan. Und wir haben jetzt hier eine mega coole Weltkarte. Die ist von TripMap World und die haben eine riesige Auswahl. Wir waren uns nämlich erst unsicher, wollen wir da was Farbiges, wollen wir was Graues, was Sandfarbenes. Und ja, weil die einfach so eine schöne große Auswahl haben, auch verschiedene Größen. Diese Größe passt aber tatsächlich mit am besten bei uns rein. Ja, das ist tatsächlich jetzt die größte Größe, 1,50 m mal 1 m. Gibt es aber noch in 2 kleineren Größen. Und die Besonderheit dabei ist, das zeige ich euch jetzt einmal hier,
Wir haben nämlich so Pins mit dazu bestellt und zwar in zwei verschiedenen Farben, nämlich mit dem Hintergrund. Wir wollen an der Karte quasi festpinnen die Orte, wo wir gemeinsam schon waren. Natürlich, ihr wisst ja alle, ich war schon mal in New York, ich war schon in Florida, aber wir wollen wirklich die Orte, wo wir zusammen bereist haben, wo zum Beispiel, jetzt muss ich gerade suchen, Mallorca zugehört, ich muss gerade ein bisschen suchen. Oder auf Malaga waren wir schon, natürlich Holland, unseren Wohnort. Und dafür muss ich mal gleich überlegen. Werde ich, glaube ich, die goldenen Pins nehmen? Habe ich extra gewählt, weil ich dachte, Gold passt gut hier zur Lampe. Und dann haben wir hier noch so, ja, so graue Pins, würde ich sagen. Und die kommen quasi dahin an die Orte, wo wir gerne mal hinreisen würden. Das mache ich dann gleich noch, zeige ich euch bestimmt auch noch. Die Weltkarten von TripMap World sind absolut aktuell. Da sind wirklich alle Länder drauf verzeichnet. 2500 Städte. Die sind ausgelegt, die Leinwände, auf eine Lebensdauer von 80 Jahren. Also wenn ihr euch so eine anschafft, dann hält die auch vermutlich so lange, wie ihr lebt. Und sie ist mit Liebe handgemacht. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh über diese Zusammenarbeit. Wir haben uns riesig gefreut. Und ja, ich setze euch mal einen Link unten rein. Da kommt ihr direkt zu TripMap World. Ich setze euch dann außerdem, also hier ist die schwarz-weiß farbene Weltkarte, setze ich euch auch einen Link rein. Gibt es aber, wie gesagt, in ganz, ganz, ganz vielen Ausstattungen. Und ich habe sogar einen Code bekommen, nämlich mit dem Code ELISI5 spart ihr 5%. In Europa ist die Lieferung sogar kostenfrei. Schaut gerne mal vorbei. Also ich habe mir gedacht, die goldenen holen wir für die Orte, wo wir schon waren, und die anderen für, wo wir noch hin wollen. Okay? Okay. So, ich mache das jetzt mal hier in Mallorca. Hier, wir waren Mallorca an der Ostküste, ne? Also, oh Gott, ich habe Angst. Ah, wie So, dann waren wir noch in Malaga. Schatzi, wo ist Malaga? Oh Gott. Da, Richtung. Spanien, Valencia. Hier, ich Da, hab's schon. ja. Malaga, genau, perfekt. Also, hier waren wir auch schon. Die kann man sogar so reinmachen, das ist noch besser. Und natürlich Holland. Gut, Katzenbad ist ein winziges Dorf, das wird nicht drauf sein. Aber ich guck mal gerade, hier ist Belgien, das ist Holland, das müsste hier sein. Holländisch-belgische Grenze, hier, da wo diese Zweigungen sind, oder Schatzi? Ja. Meinst du, hier so? Und rein da. So, dann haben wir die drei. Und jetzt machen wir noch eins dahin, wo wir gerne mal hinwollen, oder? Zum Verinnerlichen. Also Schatzi, wo wollen wir denn gern hin? Also ich würde gern mal nach Schottland. Ich mache einfach mal hier bei Glasgow eins rein. Oder Schatz? Gut? Ich würde mal gern nach Grönland. Gar nicht. Grönland, da ist doch nichts. Hallo Schatz. Hi. Meld dich auch nie im Video. Du darfst jetzt so Hi sagen, so komisch, Nee, hey. alles okay. Du musst normal sagen. Hallo. Hallo. Schatz, du bist irgendwie nie in meinem Video drin, ne? Weil du das nicht so magst, oder? Nee. Nee, wir gehen jetzt raus. So, bevor wir jetzt aber rausgehen, gibt es bei uns jetzt auch schnell Mittagessen. Und zwar so ein bisschen, ja, Resteverwertung, Nudeln mit Spinatsoße. Habe ich einfach Rahmspinat, bisschen Sahne, Knoblauch, Gewürze, Tomatenscheiben und mit Mozzarella überbacken. Simi hat hier noch ein bisschen Parmesan gehobelt. Genau, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Hier in der Küche hat sich noch was getan, das zeige ich euch gerade spontan. Ich habe nämlich hier meine Fensterbank so richtig hübsch dekoriert, wie ich finde. Hier ist der Brotkasten und hier habe ich dann so zwei neue Töpfe, einmal Knoblauch, einmal Zwiebel, habe ich, glaube ich, bei Möbel Höffner gefunden. Genau, dann hier unser Basilikum, Country Kitchen und unseren Mörser und so gefällt mir die Fensterbank einfach viel, 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 viel besser. Wo wir dann auch schon beim Dekorieren sind. Hier im Badezimmer habe ich mir auch so eine kleine Ecke geschaffen, die ich ganz hübsch finde. Genau, ist größtenteils von Depot die Deko plus Ava & May, die Duftstäbchen und die Kerze. Finde ich auch ganz süß. So, beim letzten Garten-Update war der Wintergarten noch nicht fertig. Ist er aber jetzt wieder. Genau, die Maya quakt, die gerade bei Simi auf dem Arm. Haben den schon ein bisschen frühlingsfest gemacht. Also zwei von Simis Palmen haben es schon hier raus geschafft. Ab nächste Woche soll es auch wärmer werden. Und hier aus dem Wintergarten kann man das immer am besten zeigen. Ich hatte schon das Haus, glaube ich, gezeigt, Trampolin. Hier hatte sie mir die ganze Erde gerade gemacht. Wir haben tatsächlich jetzt für hier einen
Stabmattenzaun schon bestellt. Der kommt auch, ich glaube in 3-4 Wochen. 80 cm hoch, einfach damit die Kinder hier nicht runterfallen können. Also hier kommt dann ein Zaun hin. Und letztes Mal beim Garten-Update habe ich euch das gezeigt. Da war das hier nur Matsch und Wüst. Und ja, Simi hat hier quasi eine Rampe gebaut. Und ich hätte es mir wirklich für eine Rampe nicht so schön vorgestellt. Und quasi für hier... Und für hier zu pflanzen waren wir halt vorhin Pflanzen kaufen. Die seht ihr hier unten, zeige ich euch gleich auch in der Nahaufnahme nochmal. Und warum Rampe? Weil wir natürlich für dieses Riesengrundstück irgendwann einen Rasenmähertraktor oder wie heißt das, Aufsatzrasenmäher benötigen. Beziehungsweise wir haben ja noch einiges vor im Garten, wenn hier irgendwann mal ein Bagger runterfahren muss. Simi hat halt einfach schon vorgedacht und ja, ist eigentlich ganz hübsch geworden. Zusätzlich hat er hier so Basaltsteine reingetan. Und wie gesagt, hier, das werden wir jetzt bepflanzen. Hier das, ich zeige euch auch mit was. Hier, das ist jetzt alles eben. Und wir haben schon die Rasensamen da. Die hatten sie nämlich bei Aldi im Angebot. Da werden wir jetzt im April, soll man am besten anfangen, Rasen zu säen, damit anfangen. Genau, und das war es schon eigentlich fast für dieses Jahr. War dann auch genug an Geld und an Arbeit. Und wie gesagt, dann haben wir hier schöne Wiese. Wir haben hier einen Zaun. Hier müssen wir uns noch was überlegen, was wir da reinpflanzen. Wir haben das hier schön bepflanzt und genau, das sind so die Steps und das zeige ich euch dann gleich unten nochmal von nahem. So, jetzt sind wir nochmal hier unten. Jetzt zeige ich euch die Rampe nochmal von nahem. Genau, Basalt ist das, ne? Hast du hier noch so reingemacht. So, und jetzt seht ihr mal, wie hoch nämlich die Mauer ist. Also für die Kinder definitiv gefährlich. Ja. Hier, wie gesagt, pflanzen wir. Und jetzt zeige ich einmal die Pflanzen, die wir geholt haben. Und zwar haben wir Lampenputzergräser. Das sind so, ja, so Gräser, die so rosane, wie so Lampenputzer. Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Ah, da sind Fotos drauf. Moment. Genau. So sehen die aus. Die kommen dann jeweils hier und hier hin. Und da hin. Und dazwischen, ja, haben wir einiges Verschiedenes. Ich habe hier einmal so Fettblatt, Herbstfettblatt heißt das, gekauft, genau. Dann verschiedene Thymian, einmal Zitronenthymian, genau, der ist so, der blüht so ein bisschen rosa. Dann ein Thymian, der ziemlich tief wächst, Moment. Der auch so weiß, genau, Zwergthymian. Dann haben wir Lavendel, allerdings weißen. Das ist der weiße, genau. Und rosanen, der ist da vorne. Kann ich auch einmal zeigen. Also alles so ein bisschen in die rosé-rosafarbene Richtung. Und genau, und ein Pampasgras. Aber so ein ganz großes, aber in rosa. Das kommt aber erstmal vor die Tür. Weil wir hatten erst überlegt, das hierhin so als Sichtschutz. Aber die brauchen tatsächlich 2 bis 3 Jahre, um so richtig groß zu werden. Das dauert uns ein bisschen zu lange. Dazu haben wir gedacht, machen wir vielleicht eher Bambus dahin. Da muss Simi sich aber erst noch ein paar Gedanken machen wegen dieser Sperre, weil dieser Bambus ja sonst mega wuchert. Außerdem hat Simi sich noch ein Kiwi-Bäumchen geholt, das hat er sich gewünscht. Da überlegt er noch, wo er den hinsetzt. Ja, und wir pflanzen das da mal ein und dann zeige ich euch das, wenn es fertig ist. So wäre jetzt die Anordnung, wie ich mir das überlegt habe. Genau, Simi, mein Gartenmeister, darf das jetzt einpflanzen. Hier, fehlt noch so ein Zwergthymian, müssen wir noch mal eins holen, weil die Reihe hier länger ist wie hier. Und dann haben wir quasi hier die noch frei. Da werden wir, also wir haben noch Hortensien, die jetzt oben sitzen. Die werden wir dann da reinsetzen. Und quasi das Pampasgras kommt dann oben vor die Tür. Ja, ich hoffe, dass das schön anwächst. Und von meinem Farbkonzept kann ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. So, die erste Reihe ist schon fertig. Ich finde es jetzt schon toll. Genau, es muss natürlich jetzt noch ein bisschen anwachsen. Sie macht die andere Reihe auch noch fertig. Zeige ich euch dann bestimmt mal, wenn das jetzt ein bisschen größer gewachsen ist. Vor allem auf die Gräser bin ich super gespannt. Die sehen nämlich immer so hässlich aus, wenn die abgeschnitten sind. Aber es wird tatsächlich 60 cm hoch. Und es ist jetzt auch der Moment, wo ich das Video beenden werde. Es ist auch recht kalt. Genau, und ich schneide das heute Abend noch und dann kommt das morgen für euch online. Ja, ich hoffe wie immer an der Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr Lieben!